Die Limo war klasse. Nur schade, dass du mich nicht selber abgeholt hast. Krieg ich keine Umarmung? Na komm. Wie war der Flug? Lang. Ist ja unglaublich. Wirklich unglaublich. Dir geht's gut hier in L.A., Alex. Schade, dass Opa nicht mitkommen konnte. Was ist los? Du hättest mir Kim nicht verschweigen dürfen, Mom. Ihr seid euch begegnet? Ich bin ihr begegnet. Du musst verstehen, wie hart es für mich war, als dein Dad mich verließ. Ich meine, er wollte lieber Kim als uns. Was hätte ich denn tun sollen? Sie ist meine Schwester. Deine Halbschwester. Ich wollte dich beschützen, Alex. Oh. Danke. Ich hatte doch nur dich. Lass uns was unternehmen. Wir könnten in ein Restaurant gehen. Was Gutes. Klingt gut. So, Freunde. Jetzt haben wir die Wahrheit erfahren. Er ist trotzdem noch ein bisschen weg mit den Gedanken, wie man gerade gesehen hat, aber es regelt sich schon bald, hoffen wir es. Und die nächste Partie steht an, und zwar zu Hause gegen Chicago Fire, das ist der Schweinsteiger Club. Und ja, könnte sein, dass Schweinsteiger jetzt auch mit drin dabei ist. Jedenfalls sind wir wieder mit dabei, ganz vorne, und ja, legen wir los. Sie haben sich richtig entschieden, liebe Zuschauer. Dieses Spiel dürfen Sie nicht verpassen. Und damit hallo und herzlich willkommen von uns beiden, Wolf Fuß und Frank Buschmann. Es geht heute um die Partie Los Angeles Galaxy gegen Chicago Fire. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen wir einen kurzen Blick drauf. Ah, schade. Geht er rein? Alessandrini! Und er pfeift abseits. McCarthy. Und Nikolic. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Jetzt in der Anspielstation. Da kommt die Flanke. Klasse gemacht! Gut aufgepasst und gut verteidigt. Jetzt der Schuss. Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. So langsam wird es gefährlich. Der wäre gut gekommen, aber der Spieler blockt den Ball ab. Und das gibt Eckball. Kurze Ecke. Da kommt der Schuss. Und der Ball geht nicht rein. Ach, aber was für eine Szene und was für eine Chance. Da sind sie gerade noch zur Stelle. Die Galaxy haben es geschafft. Sie sind in den Playoffs.
Ja, Gratulation auch von meiner Seite. Ja. Der Club hat eine Menge vor, hat hohe Ziele, das ist noch ein langer Weg, aber in dieser Form ist ihnen eine Menge zuzutrauen. Jetzt müssen sie aufpassen. Klasse Pass. Oh, schwach. Naja, da ist der Ball versprungen. Da hat auch die Technik nicht gepasst. Ungefährlich. Zart ist jetzt. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Und jetzt Hunter mit dem Ball. McCarthy. Er spielt den Pass auf den Flügel. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Juninho. Und jetzt ein Schuss. Stark vom Torhüter. Jetzt ein Eckball und vielleicht packen sie die Führung hier. Da kommt die Ecke. Jetzt schießt er. Und es gibt Einwurf. Der Ball war draußen. Juninho. Macht er ihn. Klasse Einsatz. Hätte sonst gefährlich werden können. Da zieht er ab. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Eckstoß also. So, mittlerweile sieht es noch immer noch nicht gut aus. So, Ecke kommt. Keiner trifft den Ball. Da trennt er ihn fair vom Ball. Der Ball ist draußen, wird Einwurf geben. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Dame. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Ah, der hat den fast bekommen, Ball wurde weggefaustet. Zart ist jetzt. Dos Santos. Der Ball zu Hunter. Sie wollen klären, aber der ist noch heiß. Und jetzt der Schuss. Per Kopf zum Mitspieler. Mann, er ist zur Stelle. Schöne Aktion. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Er kann klären. Zardes. Auf dem Flügel kommt der Ballbesitz. Weg ist der Ball. Ja, 2 Minuten Nachspielzeit kriegen wir jetzt noch. Das könnte gefährlich werden. Klasse Aktion, Ball ist weg. Schweinsteiger! Ich hab ihn ja, drin gesehen. 0-0. Freunde, Halbzeit. Und ja, auf jeden Fall kein gutes Spiel bis jetzt von uns gewesen. Es geht weiter. Ja. Die zweite Hälfte wurde angepfiffen. Jones. Wird's jetzt gefährlich? Richtig. Und jetzt die Chance. Ich hab gedacht, Abseits. Was für ein Reflex. Einfach nur perfekt gemacht. Eine tolle Aktion. Juninho. Relativ unauffälliges Spiel bislang von ihm, oder Buschi? Hatte Pech bei seinem Aluminiumtreffer. Da war er einmal ganz nah dran. Eine ordentliche Leistung. Ey, Juninho. Was ist das? Ich komm noch nicht mal. Er bekommt die Unterstützung. Computergegner, hallo? Gut verteidigt hier. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Ja, da ist Platz jetzt. Da kommt der Schuss. Alter Vater. Starke Parade. Gegen Computergegner. Wechsel bei LA. Ecke kommt. Er versucht's. Oh, nicht drin. Den Alu-Treffer haben wir bis hier oben gehört. Was für eine Aktion.
Gut aufgepasst, da kommt er an den Ball. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Das könnte die Chance werden. Da ist die Flanke. Da könnte jetzt eine Chance entstehen. Sie machen nichts draus. Und das war die Chance zur Führung, aber der Abschluss war einfach nicht gut. Wir brauchen unbedingt ein Tor. Hier steht jetzt die Auswechslung an. Dos Santos. Hunter. Jetzt wird's gefährlich. Wie kommt der Ball? Hakam. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Capello und Schweinsteiger. Nikolic. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Giovanni jetzt. Klasse Zuspiel. Jetzt könnte es gefährlich werden. Gamma. Alexander. Da sieht man wieder, was so Statistiken wie Ballbesitz und dergleichen wert sind. Ein Tor, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Ich auch nicht. Und man merkt es auch hier im Stadion. Alle staunen. Guck, da steht das schöne Tor, Mann. Hoho, den macht er gut mit der Innenseite. Und da braucht er nicht viel Kraft. Er platziert das Ding gut. Da steht Beine. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Schweinsteiger. Das könnte eine Gelegenheit werden. Er bekommt Hilfe. Jetzt vielleicht. Ah, schade. Schade, schade, schade. Ecke für die LA Galaxy. Nochmal das Tor von Alexander. Jetzt kommt Alexander. Der Ball kommt rein. João Pedro. Super Kopfball. Dann fehlen hier nur Zentimeter. Was für eine Chance. Und die Fans geben jetzt noch mal richtig Gas. Es sind nur noch ein paar Minuten zu spielen. Und nach wie vor steht hier kein Sieger fest. Eine ganz enge Kiste. Wird's jetzt gefährlich? Und jetzt die Chance. Oh, da geht er volles Risiko rein mit seinem Tackling. Und hat alles richtig gemacht. Der Pfiff bleibt aus. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist... Tolles Zuspiel. Sehr schöne Flanke. Schön. Und schön. Tor! Schön. Das ist 2-0. Besser kannst du es nicht machen, wenn du eingewechselt wirst. Er macht sein Tor. Klar, das sieht dann am Ende einfach aus, aber du musst als Torjäger auch richtig stehen und einen Riecher dafür haben, wo der Ball hinkommen könnte. Aus dieser Entfernung musst du einfach ein Tor erzielen. Stimmt, aber wir haben ja schon alles erlebt, dass Spieler selbst aus solcher Distanz das Tor noch verfehlt haben. Schaut doch gut aus. Es steht 2-0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Eine Minute noch. Es gibt 3 Minuten obendrauf. Dos Santos. Das hat der aus, vorbei, das Spiel ist zu Ende. Verdienter Sieg, sie haben selbst nichts zugelassen und vorne die Dinger gemacht. Ja, richtig guter Job und zwar in allen Mannschaftsteilen. Kann sein, das war weiter, oder? Nee, nach Holland. Tore übertreffen normalerweise an, ist aber egal.
So. Hier machen wir weiter. Ah. Müsste jetzt was Neues kommen. Attribut auf 79 geschafft. Sehr, sehr gut. So, wir haben jetzt eine Zwischensequenz. Another studio party tomorrow. Same kind of thing. Should be a good time. Come by if you have any other plans. Nein, Mann, klingt gut. Ich hab nichts vor. Swing by after 6 tomorrow. Party should have started by then. Cheers, mate. Okay, Mann, danke. Ich dachte schon, ich hätte die falsche Adresse. Ziemlich schickes Haus. Habt ihr doch genau meine Meinung gesagt? Was willst du hier? Wo bist du denn hergekommen? Ja, komm. Sei mal nicht so. Wie bist du hierher gekommen? Wo ist dein Dad? Du meinst unser Dad. Der weiß nicht, dass ich hier bin. Bleibt unter uns. Die wollte ich dir geben, falls du morgen Abend noch nichts vorhast. Ist schon cool, fürs Nationalteam zu spielen. Ist nur ein Testspiel, aber wenn ich gut spiele, bekomme ich vielleicht mal was Großes. Du spielst Fußball? Ja, liegt im Blut. Hey, finde ich nett, aber ich habe keine Zeit. Oh, okay. Dachte, du würdest gerne mitkommen. Sag Bescheid. Wäre doch echt cool, mal von Alex Hunter Tipps zu bekommen. War eine dumme Idee, hierher zu kommen. Oh, eine Sache noch. Real Madrid hatte ich gar nicht verdient. Boah, wie fies. Und falls ihr das an dieser Stelle seht, lasst mal einen Daumen nach oben. Alex, over here. Hey. Hey, Mann. Du kennst dich echt mit Partys aus. The studio is taking care of all of this. They deserve the credit. You're right. Yeah. Are you sure? Meine Familie ist total verrückt. Mächtig. Man. Same old song. Yeah. Ich. Hab gerade erfahren, dass ich eine Halbschwester hab. Und das ist. Crazy. Like, actually. Ja. Sie ist okay. Tough, zielstrebig. Spielt Fußball. Nice. That doesn't sound so bad. Nein, Mann, ist auch nicht übel. Ist es nicht. Sie spielt heute Abend. Frauennationalmannschaft. USA-Deutschland ist Testspiel. Sie ist 16. 16. On the senior team. She's the real deal. What are you doing here? Was? Was machst du hier? Ich weiß nicht. Möchtest du mitkommen? Ich habe 2 Karten. Kommst du mit? USA v. Germany. Marozan. Pop.
press. Morgan. Answer. I'm in. Ja? Ja? Und das hier? I put in my time. Once in a generation, you get to see a superstar break out. Ali, before she scores. Ali. So, Freunde, wir gehen zu Kim Hunter. Die wird sich überraschen, wenn die Titi sieht. Also Theorie. Spielt die dann jetzt für USA oder für Deutschland? Das ist hier die Frage. Hey, USA bestimmt. So, die ist jetzt auf der Bank. Wir sind in Berlin anscheinend. Hey. Freunde, wer hätte auch mal Bock, jetzt wieder eine WM in den USA zu sehen? Ich glaube, ich weiß, was passiert. Kim Hunter kommt also jetzt 16 Jahre alt. Die Schwester von Alex Hunter. Sehr interessante Spielerin. Gilt als Riesentalent. Schauen wir mal. Vielleicht kann die ja hier noch was machen. Das geht doch. Das geht doch. Also, nichts wie Randa. Jetzt müssen sie aufpassen. Boah, geht ja voll ab bei dem Mädels. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Da kommt der Schuss. Ach so, da. Naja, das ist natürlich dann doch harmlos. Er versucht es mit dem platzierten Ball, ist aber nicht platziert. Wie verrückt ist das denn? Oh mein Gott. Da werden wahrscheinlich jetzt die Frauen reacten. Kim Hunter. Da geht sie gut dazwischen. Kämme. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt an der Mittag. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Wenn's jetzt schnell geht, dann wird's gefährlich. Alex Morgan jetzt. Warum läufst du nicht nach vorne, Kim? Ander. Und jetzt der Schuss! Schade. Kein guter Abschluss hier. Oh, ich habe das jetzt gesehen. Es steht 2-0 für Deutschland. Deutschland. Super dazwischen gegangen. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Jetzt Marujan. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Sehr gut aufgepasst. Und das ist der Ballverlust. Da rücken die Mitspielerinnen mit auf. Debritz. Nicht gut verteidigt. Marujan. Tor für die DFB. Oh mein Gott, shit. Der Gegner kann ihnen einfach nicht viel entgegensetzen heute. Sie überzeugen auf ganzer Linie. Sie spielt den Ball direkt zurück. Kemme. Ryan. Ander. Lloyd. Und da ist der Ball wieder weg. Ballverlust. Das könnte gefährlich werden. Und jetzt ein Schuss. Das ist noch und das war knapp, aber es war abseits. Oh Mann, das sieht gar die nicht USA aus. Jetzt mit dem Wechsel. Krieger. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Will den Ball. Sehr aktiv im Moment. Fängt diesen Ball ab. Das könnte eine Gelegenheit werden. Debritz. Und jetzt die Chance.
Da hat dann doch eine ganze Menge gefehlt. Ja, das war kein guter Versuch, das hat man deutlich gesehen. Der hat ja kaum was gestimmt. Wechsel bei den DFB-Frauen. Bryan. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Flanke kommt. Ey, wir hatten fast einen reingemacht. Gute Aktion, den Ball nimmt sie locker auf. Der arme Socken. Das frühe Pressing jetzt. Vorteil in dieser Situation. Ja, und Einsatz. Diese Entscheidung ist richtig. Einsatz. Auf außen ist jetzt Platz. Da ist die Hereingabe. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Das war eng, aber sie hat den Ball. Falsche Taste gedrückt. Jetzt gibt's hier Strafstoß. Wieder Pop. Da ist er drin, der Elfer. Blamage. Souverän verwandelt. Die Chance lässt sie sich nicht nehmen, hier vom Punkt zu treffen. Dem Druck standgehalten. Elfer verwandelt. Einseitige Nummer. Sie liegen ganz klar vorne. Wird's jetzt gefährlich? Da ist der Anschlusstreffer. Und da haben wir es, das Tor. Ganz aufgegeben haben sie sich noch nicht offensichtlich. Sie erzielen hier zumindest noch den Ehrentreffer. Und den versenkt sie hier ganz cool und platziert. Andere hätten da wohl einfach mal drauf gehalten, aber sie verfügt über eine exzellente Schusstechnik. Anspiel auf Kim Hunter. Der Ball ist weg. Gibt's jetzt einen Gegenangriff? Das könnte die Chance werden. Jetzt vielleicht. Das ist gut. Den Ball hat sie. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. So, leider haben wir es. Und die offizielle Nachspielzeit. 5 Minuten. Ich würde es auch machen. Die Schanzfrauen sind echt gut. Aber ich glaube nicht besser als Brasilien. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Und Marojan. Klasse Pass. Krieger. Johnson. Jetzt müssen sie aufpassen. Und jetzt die Chance. Schade. Guter Abschluss hier. Sehr schade. Kommt zu Kim Hunter Plank, oder? Jetzt die Ecke. Und da ist die Szene auch schon wieder zu Ende. Ey, warum noch keine Flanke? Und jetzt ist es aus. Egal, das war der Schlusspfiff. Ein Tor verloren. Hat Kim aber Hunter heute gespannt, nicht gemacht. Aber man hat schon so in Ansätzen gesehen, was sie drauf hat. Ja, aber zufrieden wird sie nicht sein. Dazu dann noch die Niederlage, aber das muss sie abhaken. Überlegener Sieg und das gegen den Rivalen. Besser hätte der Tag für sie heute nicht laufen können. Und dann ist es auch kein Wunder, dass die Fans mehr als zufrieden sind. Das war ein ganz starker Auftritt. Debritz. Total müde, Freunde. So. Bis morgen. Gut gespielt. Gegen die Deutschen ist es immer schwer. War ja nur ein Testspiel, das war Pech. War ja nur ein Testspiel. Naja, war ja nur ein Testspiel. Verloren ist verloren. Was? Ach, nichts, du. Erinnerst mich an jemanden.
Hast du Hunger? Und wie? Okay, komm. Ich lade dich ein. Cube. an wen erinnert er den? Ich glaube, seinen Kindheitsfreund, kann das sein? Es steht 2-2, letzte Minute. Wir können mit einem Elfer gewinnen. Und ich verschieße niemals einen Elfer. Aber dieser hier, der geht über die Latte und landet auf der Tribüne. Ich könnte schwören, der Ball ist vom Punkt weggerollt. Ah, ja, das kann schon mal vorkommen. Lass dich davon nicht beirren, niemals. Die Doppelbelastung ist hart. Training und Schule und das alles. Es lohnt sich, wenn ich dafür ein Stipendium bekomme. In dieses Diner gehe ich schon lange mit, Dad. Die haben gute Burger. Ich war irgendwie komisch, als du neulich hier aufgetaucht bist. Hast du Dads Gesichtsausdruck gesehen? Kim, was willst du hier? Oder? Man kann die Vergangenheit nur so lange verbergen. Du tust ihm wirklich Unrecht. Er hat uns einfach zurückgelassen. Dann frag ihn doch mal, warum. Du kennst ihn doch. Er ist nicht gerade gesprächig. Es ist nicht immer so, wie es aussieht. Oh, du klingst genau wie er. Es stimmt aber trotzdem. Ohne Dad wäre ich heute bestimmt nicht hier. Ich habe ihm alles zu verdanken. Jetzt übertreib mal nicht. Bei deinem Talent. Ich habe nicht vom Fußball gesprochen. Hä? Wovon denn? Egal. Freunde, wir haben mit Kim Hunter gespielt. Leider jedoch erfolglos, aber hoffen wir mal beim nächsten Mal. Oh, wir haben was bekommen. FIFA Ultimate Team Belohnung freigeschaltet. Verbessere mit deiner Belohnung deine Mannschaft im FIFA Ultimate Team. Ich habe jetzt wenig gebrauchen. Ich fahre mal fort mit der Journey. So. Wir haben. Ach so, das war doch das Spiel, oder nicht? Oder sind wir jetzt dran? Sind wir dran? Weißt du? Wir sind doch England. Okay. Alex. Okay, also. Dein letztes Spiel in der Premier League. Die Buhrufe. Wie hat sich das angefühlt? Was hast du gemacht, als du vom Platz gekommen bist? Oh Mann, das war schlimm. Ja. Das war das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Ich gemacht habe ich eigentlich nicht viel. Ich wollte nur noch weg, weißt du? Ja, genau das. Genau das. Dieses Gefühl. Erinnere dich an dieses Gefühl. Okay, nutz es. Nimm es mit. Durch die ganze Szene. Und wenn er dir eine Coca-Cola anbietet, dann wirst du sie trinken. Echt nett? Ja, großzügig. Großzügig. Du trinkst die Coca-Cola. Spüre, wie sie erfrischt. Wie sie dich motiviert. Und du gibst ihm was Besonderes, dass er diesen Moment nie vergisst. Das ist alles. Cool. Du schaffst das. Ja, ja, ja. Bereit? Yep. Sehr gut. Fertig machen zur Probe. Ruhe bitte. Und Action. Hey, Alex. Alex Hunter? Ja. Vergiss die. Die haben keine Ahnung. Du bist der Größte. Hey, willst du mal eine Coke? Schon okay, du kannst sie haben. Ja. Ja, okay. Wow, das wird mir keiner glauben. Hast du ein Handy? Ja. Komm her. Cut. Ja! Genial, das war großartig. Ja? Okay. Mann, ich war ein bisschen nervös. Hab ich zu stark geschwitzt? Nein, das war unglaublich. Das war... Cool, Mann. Hast du alles drauf? So, Freunde. Werbespot ist zu Ende gedreht. Auf jeden Fall komisch.
Und ja, was soll man sagen? Ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Wir gucken jetzt mal, was passiert. Wir spielen jetzt zu Hause gegen Portland. Heute jetzt um alles. Bei einem Sieg stehen wir im Conference-Cup-Finale, oder verliert und alles war umsonst. Heute müsst ihr alles aus euch rausholen, Leute. Gebt eure Herzen und Seelen für den Sieg, dann könnt ihr alles erreichen. Auch das, was euch keiner zutraut. Wie der Mexikaner, dem keiner eine WM-Teilnahme zutraute. Si se puede. So, hat kurz gehängt. Meiner Elgato. Hätte ich schon Bock mal mit Hunter allein zu spielen. Na komm, machen wir mal alleine. Einmal allein. Allein, allein, allein. Okay. Holen wir uns den Sieg. Herzlich willkommen zu dieser Partie, liebe Zuschauer. Die Galaxy also in den Playoffs. Vor kurzem eigentlich noch undenkbar. Ja, aber dann kam Alex Hunter. Also ich kann nur sagen, er ist für den Aufschwung verantwortlich. So, in der Form muss die Saison noch lange nicht Alex vorbei Hunter sein. Alleine. Knapp 27.000 Zuschauer passen hier rein in das StubHub Center. Ja, und wenn die LA Galaxy hier auflaufen, dann ist es eigentlich immer voll. Ist absolut eins der schönsten Stadien der MLS. Man merkt einfach, dass dieses Stadion speziell für Fußballspiele entworfen wurde. Ich bin in der falschen Position. Hier haben wir die Einblendung. So läuft die Heimmannschaft heute auf. Da erkennen wir. Schöner Pass. Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Die LA Galaxy mit der Ecke. Die Ecke kommt. Da kann sich die Abwehr erstmal wieder entspannen. Powell. Sie bekommen einen Einwurf. Da könnte was draus werden. Boateng. Dos Santos. Und jetzt ein Schuss. Latte. Aber der Ball ist noch heiß. Warum schießt denn Spiel? Sades! Weg ist der Ball. Stark verteidigt. Ja, wie wird's mal mit helfen, ey? Macht er gut hier. Klasse, aufgepasst. Ja, der Ball landet im Aus. Was willst du da machen? Bei so viel Druck. Gibt Einwurf. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Valeri. Auf außen ist Platz. Ball kommt flach. Super dazwischen gegangen. Früh wird er jetzt gestört. Alessandrini. Und Hunter. Nagbe. Valeri. Das könnte gefährlich werden. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Und da ist der Ball wieder weg. Unaufhaltsam. Sie müssen aufpassen jetzt im Spielaufbau. Alex Hunter. Wird's jetzt klasse Zuspiel. Hallo, ich wurde gefoult. Klasse Flanke.
Da gehen sie nochmal dazwischen. Glück gehabt, die Chance wäre gut gewesen. Jonathan dos Santos. Boateng. Ihr fummelt da zu viel. Ihr fummelt jetzt da vielleicht. Zu viel, ey. Zades! Tolle Aktion vom Torwart. Ah, schade. Gefahr vorbei, den Ball hat er jetzt sicher. Alessandrini. Hunter. Jetzt müssen sie aufpassen. Jones. Sehr schön. Das, die Galaxy mit Tor Nummer 1. Ja, das könnte doch Gold wert sein. Riesenjubel, die haben eine Menge vor. Super gemacht. Erste Vorlage, nächste Vorlage von Alexander. Heute spielt ja Deutschland gegen Russland. Sie sind hier das bessere Team, da ist das Tor kein Wunder. Ja, sie machen das gut, haben sich einige Chancen herausspielen können und hier hat es jetzt mit dem Treffer geklappt. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Jetzt Alexander. Da schießt er. Ich hab ihn drin gesehen. Keine Schade. Schlechte Chance, aber vorbei. Schade. Ach, da war vielleicht sogar mehr drin. Powell. Nagbe. Jetzt wird's gefährlich. Ganz energisch. 2 Minuten Nachspielzeit. Der Torwart faustet den Ball weg. Klasse. Der Halbzeit. Wir gehen in die Pause. Sieht Halbzeit alles gut aus für die Galaxy. Ja, und man spürt hier die Ambitionen. Da will man natürlich mehr. Da will man lange da. Und ja, hoffen wir, dass wir diesen Sieg hier mitnehmen. Auf jeden Fall sind wir sehr gut weit angekommen. Ich glaube, ich werde das jetzt öfter so machen, dass ich jetzt so streamen werde, also meine Story Games. Anstoß und damit läuft die zweite Hälfte dieser Partie. Zu streamen ist noch eine Frage, weil ich weiß nicht, ob das mein PC aushält. Weil mein PC ist kein richtig Ultra-PC. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Fehlt der Ball, ey. Powell. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie... Und jetzt der Schuss! Ungefährliche Aktion, kein Problem für den Torwart. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Ashley Cole. Und Hunter. Das macht er gut. Valeri. Boateng. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Valeri. Jetzt könnte es gefährlich werden. Das sieht vielversprechend aus. Gut geklärt, aber Einwurf. Jetzt nimmt er den Wechsel vor. Mach mal eine letzte Anforderung bekommen. Soll das nächste Tor schießen, ist nicht einfach. Nagbe. Und das ist der Ballverlust. In die Defensive gegangen. Coming off the pitch, number 20, David Guzman. Und Hunter. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Blanco. Wird das seine Torchance? Valeri. Das ist schade, er wäre durch gewesen. Aber so wird abgepfiffen. Abseits. Jetzt kommt der neue Spieler. Schauen wir mal, wie er sich einfügt. Chara. Blanco. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren.
Alter, wo laufe ich hin? Ja, ich bin voll weg mit meinen Gedanken. So. Alessandrini. Also konditionell ist auf jeden Fall schon mal kaputt. Schöner Steilpass. Und wo hat er denn jetzt? Ball schon wieder weg, gut gemacht. Powell. Chara. Er lässt weiterlaufen. Klasse. Durch den Vorteil gerät das Spiel nicht in Stocken. Muss ich weiter passen. Blanco. Liam Ridgewell. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Jones. So, wir können uns hier, denke ich, auf eine heiße Schlussphase einstellen. Buschi. Das kann man wohl sagen, Wolf. Völlig offen, ja, hier der Ausgang hier der Partie. Sandwich, Alter. Was ist das denn? Gut aufgepasst vom Verteidiger. Guter Zweikampf. Und Hunter. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. So langsam wird's gefährlich. Boah. Hunter! So, und jetzt, Buschi, jetzt sieht das doch alles richtig gut aus. Ja, legen da noch einen drauf. Das ist eine klasse Aktion und Riesenjubel bei den Fans. Und dass er diese Chance nutzt, ist ganz klar. Also einfacher kann man es einem Fußballer nicht machen. Der Keeper wird sich nachher schon einige Fragen gefallen lassen müssen. Das 2-0, Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Klasse, aufgepasst, gute Aktion. Das macht er gut. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Jetzt gibt's Einwurf, nicht weit weg vom Tor. Gut den Körper eingesetzt. Jones. Gutes Pressing jetzt. Dos Santos. Wird's jetzt gefährlich. Da ist die Flanke. Oh nein. Der Ball prallt von der Latte ins Feld zurück. Perfekte Chance war das. Schlusspfiff in dieser Partie. Das war's. Die Galaxy steht im Halbfinale der Western Conference. Und das muss noch lange nicht das Ende sein, Wolf. Die sind gut drauf. Ich glaube, man kann sogar schon Richtung Finale gucken. Halte ich in dieser Form für möglich. Meisterschaft holen, weil in einem Turnier darfst du dir keine Schwäche erlauben. Das haben sie sich heute erneut verkniffen und sind daher verdient weiter. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Echt schade, ja, schade. So, gehen wir mal zurück ins Pausenmenü. Wir haben jetzt echt eine Menge hier geschafft. Ich glaube, es wird aber langsam zum Ende kommen, wie so wie es aussieht. Da ja die Schwester zur Fortsetzung wieder kommt. Auf jeden Fall hat Spaß gemacht. Ja. So, gehen wir mal weiter. Ah, hoffentlich schaffen wir, bevor wir die Karriere hier machen, die 80er Attributwertung. Ja. Muss auf jeden Fall drin sein. So. Ach so, Rückspiel gegen Portland. Okay. Ja, Freunde, ich würde sagen, das war's an dieser Stelle. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dieser Stream, dann folgt mir auf Twitter. Twitter. Ey, ich bin total aus der Pelle, wenn es Neues geht. Auf jeden Fall, wenn es euch bis hierhin gefallen hat oder ihr mehr davon sehen wollt auf Twitch, dann folgt mir hier auf jeden Fall. Ich werde hier meine ganze Story Games zocken und auf jeden Fall dann im Nachhinein auf YouTube hochladen. Und ja, auf jeden Fall, wenn ihr Bock drauf habt, dass ich mehr davon mache, folgt mir auf jeden Fall auf Twitch und lasst den ganzen hier einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr noch kein Abo seid. Und ich würde sagen, ich bin draußen. Macht's gut, euer Khalid und ciao.